Moin Leute und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Ich will euch heute ein kleines Update geben, was neu bei uns ist im Shop und was wir ja im Frühjahr, jetzt im Sommer uns neu zugelegt haben und was so ein bisschen ausgeweitet wird. Fangen wir an. Neben den Bierkrügen natürlich, die wir nach wie vor haben, die gut von euch gekauft werden, haben wir Holzbretter, Laser graviert, jetzt für euch mit aufgenommen. Verschiedene Motive, gerade produzieren wir da die Erde. Also es wird mit Laser sozusagen oberflächlich verbrannt. Ja, es wird dann dunkel sozusagen, wie man sieht. Ein ganz bisschen ist es geriffelt. Also wir haben den Laser so eingestellt, dass es hauptsächlich verbrannt wird und nicht ausgelasert wird. Wenn einer von euch bei ist, ich suche nach wie vor noch Holzbretter in Echtholz durchgängig, nicht aneinander geklebt für diese Holzbretter. Könnt ihr mir gerne schreiben, hannes.in.mv@gmail.com. Wäre ich euch gern verbunden, sehr verbunden. Ansonsten auch zukünftig noch im Plano lasergravierte Gläser. Haben wir schon mal ein bisschen angefangen. Ich bin da noch nicht ganz mit zufrieden, wie das letztendlich aussehen soll. Hier haben wir ein bisschen rumprobiert. Das heißt, das lasergravierte wird letztendlich satiniert sozusagen. So sieht das aus. Ich bin aber noch nicht ganz zufrieden, weil das hier nicht mittig sitzt, aber wir durch den Henkel das leider nicht mittig gelasert bekommen. Ja, also es war bis jetzt nur ein Versuch. Soweit dazu die Holzbretter. Und dann haben wir hier neu eine Stickmaschine. Sieht noch ein bisschen unordentlich aus. Wir haben gestern gerade hier gearbeitet und wir haben unseren kleinen Mann zu Hause, der auch ein bisschen Meister des Chaoses ist. Also eine Stickmaschine, da haben wir jetzt auch Stick, ja, wie ihr seht. Und Zukunft, da haben wir das aber noch nicht geschafft, sind Caps in Planung. So. Und auch mit Ähren drauf. Also die Ähre finde ich persönlich sehr geil. Bisschen schade, dass ich einen Kopf habe, der nicht zum Sticken sich eignet. Quatsch, nicht zum Sticken, nicht zum Caps tragen sich eignet. Wir probieren auch ein bisschen umher, auch mit dem So. Da sind wir aber mit der Schriftart noch nicht ganz zufrieden. Muss man auch immer gucken, wie viel man überhaupt schafft, so in dem Alltag. Und dann haben wir auch für euch dabei, und das will ich euch nochmal unbedingt zeigen, weil ihr das so geil annehmt. Das ist euer Lieblingsmotiv tatsächlich. Ich lege das mal hier rauf, damit ihr es sehen könnt. Ehrenlos heißt das. Das ist ein Stoppelacker, ja quasi ehrenlos, mit dem Schriftzug ehrenlos unter. Und die T-Shirts davon und die Hoodies davon sind total eure Lieblinge. Wir haben jetzt auch mehr Farben. Das heißt, wir haben jetzt auch so ein Army Green dabei und wir haben ein Dunkelgrün und einen marineblauen Hoodie. Genau, jetzt in Zukunft wird noch kommen, ganz witzig, jetzt nächste Woche oder übernächste Woche, Glasrobben. Auch für Kinder, also es soll sozusagen ein Kindermotiv sein. Da feilen wir aber noch ein bisschen am Design. Dann haben wir noch den Ehrenmann, das soll auch ein Kindermotiv sein. Finden wir auch ganz witzig. Und dann kommen noch zwei, drei andere Sachen, auch die so ein bisschen was mit der Ernte zu tun haben. Und Glasschneidebretter. Echtes Glas. Wird supplementiert, das heißt, wird über eine spezielle Farbe und Hitze in sozusagen diese Folierung, in diese Beschichtung eingetragen. Und dann habt ihr ein Glasschneidebrett, haben wir in zwei verschiedenen Größen. Wird ganz gut von euch angenommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten, wer da Bock hat, guckt gerne nochmal im Shop vorbei. Und jetzt gucken wir draußen nochmal auf den Hof. Sollte nur ein kleines Update sein, wo viele ja immer nochmal fragen. Wir streamen zwar live hiervon, aber viele gucken auch nur YouTube und hätten da gerne mal ein kleines Update gehabt, was aktuell neu ist. Also wir haben gestern gerade einen Teil, Großteil eurer Bestellung wieder abgearbeitet, machen das so ein-, zweimal in der Woche. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr sozusagen immer am nächsten Tag so eure Produkte. Wenn ihr Pech habt, dauert das schon mal eine Woche, weil wir machen das, wie gesagt, Lisa macht das hauptsächlich zweimal in der Woche, fertigt ihr euch die Textilien an und dann gehen die im Versand raus. Hier haben wir noch eine Kuh, das Glasschneidebrett, sieht auch ganz nett aus und dann ja, sind hier noch ein paar andere Folien. Unser Feldgeflüster, ehrenlos. Wir drucken ja quasi die Folien vor. Habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Das heißt, sie werden erst hier auf einer Folie, auf einer DTF-Folie gedruckt. Direct-to-Film heißt das Verfahren. Spezielle Tinte. Dann wird da ein Kleber raufgepudert. Der wird hier reingebacken bei 100 Grad. Und letztendlich erhält man diese Folien. Und diese Folien sind unbegrenzt haltbar. Und kann man nach Belieben raufdrucken. Ist dasselbe Verfahren, wie übrigens auch Jan und Twitch Farming nutzt. Also Twitch Farming lässt hier sich die Folie bei Sven drucken. Ne? Der erhält diese Folien, quasi nicht mit diesen Motiven, aber er erhält diese Folien und druckt die darauf. Also qualitativ, könnt ihr auch bei Jan mal reingucken, wenn euch die Motive bei mir nicht zusagen, bisschen Fremdwerbung machen. Leute, wir sehen uns draußen.
So, dann gucken wir mal hier auf den Hof. Ha. Wenn sich zwei wieder begegnen, ne? So, die wollen eine Runde schlattern. Also, gucken wir mal hier eine Runde auf den Hof. Ich habe heute Jungs von New Holland da. Oder beziehungsweise einen. Und die sind aber gerade losgefahren. Weil ich habe dieses Jahr das Glück, ich bekomme den Niersensor für den Drescher draufgebaut. Vielen Dank an New Holland. Das Projekt ist da, um euch das zu zeigen. Wie gut funktioniert das? Und wir haben mit Isaria vor, das ist so ein bisschen die Grundidee, warum der Niersensor hier reinkommt. Das ist so ein bisschen die Grundidee, wir wollen mit Isaria zusammen eine N-Effizienzkarte erstellen. Also wo haben wir wie viel gedüngt und wie groß sind die Enzyme? Und das können wir eigentlich nur, wenn wir nicht nur den Ertrag haben im Weizen, sondern auch den Proteinwert. Weil Protein und Stickstoff ist sehr eng beieinander gekoppelt und das macht schon einen Unterschied, ob man 9% oder 13% Protein hat bei einer bestimmten Zone mit Ertrag X. Deswegen bekomme ich den hier rein, also Grüße gehen raus an die Holland. Für dieses Jahr bekomme ich den tatsächlich und ich glaube, der kann sogar Öl im Raps messen. Das wird auch super interessant. Also da sind die Jungs da, die bauen mir den heute an. Laut Beschreibung wird der hier unten irgendwie reingeklemmt. Hier im Förderkanal oder beziehungsweise da, wo auch der Feuchtigkeitssensor sitzt. Da wird das reingesteckt. Isobus, Vorrüstung ist alles da und dann sollte das in der Kabine zu sehen sein. Das werden wir uns dann aber spätestens im Weizen angucken. Und dann, ganz interessant, haben wir hier von Capello ein 9,40 Meter Sonnenblumenschneidwerk. Das ist noch nicht zusammengebaut, das kam letzte Woche. Ihr seht, der ganze Rest zu dem Schneidwerk ist hier drin. Wie komme ich dazu, Leute? Ganz interessant, mir hat letztes Jahr Capello geschrieben, wegen des Maispflückers, dass sie meine Videos gesehen haben und fand das ganz cool und waren ganz begeistert. Und dann habe ich dieses Frühjahr mal nach einem Angebot gefragt, zum Sonnenschneidwerk und habe gefragt, ob die Option auch besteht, dass man das Ganze als Vorführung bekommt. Ich habe ja euch die Möglichkeit, auch nochmal das zu zeigen. Und ich habe anschließend eine Kaufoption. Beziehungsweise ich habe das Angebot bekommen und eventuell, wenn mir das gefällt, dann würde ich das kaufen und dann würde das hier auf dem Hof bleiben. So ist der Punkt. Und ich muss euch sagen, ich habe ja das Angebot bekommen. Und das passt wirklich in die Welt. Also das ist wirklich für ein 9 Meter Schneidwerk, wer noch auf der Suche nach einem Sonnenblumenschneidwerk ist, das ist jetzt hier keine Werbung oder so, aber die Jungs machen wirklich faire Preise, aber echt. Wir haben jetzt hier keinen Unterflurhäcksler unter, ne? Das ist wieder im Prinzip normales Schneiden, aber man muss ungefähr sagen, ein Unterflurhäcksler bei 9 Meter Schneidwerk kostet zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Und brauche ja auch gewaltig viel Leistung. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ganz normal Druschverfahren im Prinzip und würde dann gucken mit Scheibenecke, mit der Messerwalze. Irgendwie so um den Dreh mulchen. Funktioniert bei langen Stängeln relativ schlecht, weil die dann noch umknicken und nicht erfasst werden. Aber ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Also hier kommen noch die Schiffchen ran, wie ihr seht. Die werden dann hier zwischengebaut. Hier ist im Prinzip noch die Welle, die sozusagen die Stängel nach unten drückt, dann werden die hier abgeschnitten. Sonnenschneidwerke haben tatsächlich immer nur da eine Klinge, wo zwischen den Öffnungen der Schiffchen und dann werden die sozusagen mit diesem hier, mit dem Teil hier reingekämmt und hier reingefördert. Hier das Ganze ist ganz wichtig, das wird im Prinzip mit so Paddeln reingetrieben, die Sonnenblumenköpfe. Ein ganz, ganz großer Unterschied zum herkömmlichen Getreideschneidwerk, weil das hat nämlich hier diese Exzenterstifte, kann ich euch mal zeigen. Das herkömmliche Getreideschneidwerk hat nämlich hier dann die Exzenterstifte. Da, diese Stäbe. Und die pieken nämlich tatsächlich die Köpfe auf und werfen die aus dem Schneidwerk wieder raus, verrückterweise. Man müsste die in die Haspel noch verkleiden, wenn man im Prinzip Sonnenblumen dreschen wollte. Hier müsste man sich auch Schiffchen anbauen. Arbeitsaufwand ist auch da und ein Satz Schiffchen. Ich hatte mir letztes Jahr welche anbieten lassen. Ich glaube, ein Umbausatz war um die 10.000 oder 11.000 Euro tatsächlich nur für ein paar Schiffchen. Weil gibt es gar nicht mehr so richtig zu kaufen, sondern das wird dann in irgendwelchen Metallspeisereien gebaut und. Also das war schon sehr, sehr teuer. Und ja, gucken wir mal, weil Verluste sind auch sehr wichtig bei Sonnenblumen. Das kostet einen Haufen Geld. Wenn man da 3-4% Verluste auf dem Acker lässt, dann ist das schon teilweise die 100 Euro auf dem Hektar. So, und deswegen bin ich gespannt. 9,40 Meter, da geht einiges. Und der Vorteil ist auch zum Pflücker, der Pflücker war nicht schlecht. Der Vorteil ist am Pflücker natürlich, man kann zwei Kulturen machen oder mehrere Kulturen. Mir ist aufgefallen, ja, man hat da auch Verluste. Mit einem Sonnenblumenschneidwerk hat man Verluste, so wenn die halt so ein bisschen grob werden, wenn die Korb so
bricht beim Runterziehen. Und das hat man beim Pflücker auch, wenn da der extrem trocken ist, die Sonnenblumen. Und dann, wenn die runtergezogen werden, spritzen die richtig auf. Vorteil ist natürlich der Unterflurhäcksler. Man hat einen extrem sauberen Acker hinterher. Nachteil ist aber wieder, 6 Meter ist relativ wenig Arbeitsbreite, sodass man wenig schafft über den Tag. Man muss relativ viel den Acker abfahren. Und man hat auch teilweise sehr wenig Material überhaupt in dem Drescher. Man hat Stängelreste, sodass die Reinigung im Drescher ein bisschen komplizierter ist. Ja? Hier bei den 9 Metern hat man natürlich super viel Material, sodass man auch das schön sauber bekommt, im Mähdrescher an sich zu dreschen. Man zieht da weniger durch, man hat hinterher lange Stängel. Also ein Tod muss man irgendwie sterben. Und ein mit Unterflurhäcksler lohnt sich bei mir absolut nicht. Das ist einfach zu teuer. Das ist nicht darstellbar. Ansonsten sind wir aktuell diese Woche am Zwischenfruchtmischen. Wir haben auch für andere Landwirte so eine Sämereienmischung erstellt. Auch relativ kostengünstig, würde ich sagen. Also wer da noch Interesse hat, ich blende euch mal die Zusammensetzung ein und ich blende euch mal ein, wie das letztendlich aussieht. Ich drill davon 30 Kilo auf dem Hektar und wir kommen auf ungefähr 40 Euro auf dem Hektar netto an Kosten, was die Mischung kostet, plus Transport. Also wenn ihr da anfragen wolltet, hannes.in.mv@gmail.com, könnt ihr mir schreiben. Müssten dann aber mehrere Tonnen sein, die ihr abnimmt, und dann müsste man den Transport organisieren, der würde dann darauf sozusagen zukommen. Aber nun zu 40 Euro auf dem Hektar ist echt sportlicher Preis für eine Mischung mit 10 Komponenten. Für alle die weniger brauchen und was mal für einen Garten haben wollen, kriege ich auch tatsächlich viele Anfragen, haben wir das tatsächlich jetzt in den Shop aufgenommen. Da könnt ihr euch jetzt diese Sämereienmischung bestellen und die einmal ausprobieren in eurem Garten. So, kommen wir zum nächsten Punkt für die Zukunft. Und zwar plane ich eigentlich zum nächsten Jahr die Umstellung der Einzelkorn und ich werde mir entweder selber eine neue holen, mit jemand anders eine neue Einzelkorn holen oder auf Lohn machen lassen. Und deshalb würde ich jetzt hier meine EDX zum Verkauf anbieten. Die ist jetzt noch nicht gewaschen, weil wir waren noch mal woanders ein paar Quadratmeter nachlegen. Die wird jetzt noch gewaschen. Im Prinzip, EDX so wie sie ist, kann direkt angebaut werden, losgefahren werden, ist funktionsfähig. Zweite Saattrommel für Sonnenblumen, für Hirsen dabei. Hier musste teilweise jetzt die Spaltöffnung gemacht werden. Also da müsste man vielleicht noch ein bisschen Geld reinstecken. Kann man aber auch drüber reden, ob wir das noch machen, bevor die verkauft wird, sodass das dann super funktionsfähig ist. Also hier zum Beispiel ist das Spalt inzwischen schon zu groß. Das müsste gemacht werden. Anpressrollen müssten vielleicht ein, zwei getauscht werden. Diese sind eigentlich noch gut. Die Gegenläuferschare müssten vielleicht gemacht werden zum nächsten Jahr. Aber ansonsten ist sie super funktionsfähig, kann angebaut werden, kann losfahren. Wird noch gewaschen. Wir haben, kann ich euch noch zeigen, über die Jahre direkt zum Anfang diese Stelle geschweißt. Also hier ist die EDX gebrochen in den ersten 2 Jahren. Das haben wir ausgiebig nachgeschweißt und seitdem ist da Ruhe. Das Ganze auf beiden Seiten. Wer da Interesse hat, kann mir gerne schreiben. hannes.in.mv@gmail.com. Ich habe mir vorgestellt, um die 25.000 netto müssten dabei noch rumkommen, weil ich ja nächstes Jahr auch die ganzen Sonderkulturen oder einen Großteil Sonderkulturen in Einzelkorn machen will, zum Beispiel Hanf und Färberdistel und auch den Raps. Und Raps traue ich der EDX nicht vor, nicht zu, so wie ich das mache. Also Raps legen in gepflügten Zustand, in gepflügten Boden, gar kein Problem. Aber so wie ich, Stroh oben drauf lassen, dann Einzelkorn, Raps legen, traue ich der nicht zu, weil auch das Unterfußschar keine gute schneidende Wirkung hat. Deswegen aber Mais ohne Probleme. Sonnenblumen geht auch ganz gut. Aber wenn man in dem Bereich unterwegs ist wie ich, das teilweise Direktsaat. Obwohl Direktsaat kann sie auch ganz gut, aber so eine Mischung wie dieses Jahr, was man mit Maisstroh gesehen hat, da ist das Unterfußschar einfach nicht optimal. Also könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr da Interesse habt. Da würde ich gerne zum nächsten Jahr was anderes machen, sodass ich auch den Raps in Zukunft in Einzelkorn selber legen kann. Aber wo wir gerade schon mal beim Verkaufen sind, Leute. Bressel- und Ladeschiebeschild. Ich glaube, 3 Tonnen oder so wiegt das. Könnt ihr euch auch melden. Hatte ich schon ein bisschen im Netz. War mir ein bisschen zu wenig, was mir da geboten wurde. Ich hätte schon gerne irgendwie so 5.000 Euro netto, 5.500 netto. Wir haben hier damals den Zylinder hier rausgebaut. Hier ist ständig der Bolzen gebrochen. Haben das mit T-Träger verstärkt. Seitdem ist da auch Ruhe. Sowohl 8400 als auch Serion hatten wir davor. Lief wirklich gut. Also da könnt ihr euch auch nochmal melden, wenn ihr da Interesse habt. So, kommen wir zu Tiger Drill.
Ich muss euch sagen, ich habe lange hin und her überlegt. Ich möchte mir gerne ja zum nächstes Jahr eine Direktsaatdrillmaschine kaufen. Aber das ist mir einfach zu viel Geld, wenn ich die Tigerdrill nicht mehr brauche und die steht hier und gammelt vor sich hin, um eventuell nur 10 Hektar im Jahr zu machen, weil man irgendwo was grubbert oder so. Von daher habe ich mit meinem Nachbarbetrieb schon direkt vor Ort gesprochen, ob der mir auch mal einen Trecker ausleihen könnte oder so und mit der normalen Drillmaschine drillen könnte, obwohl die Direktsaatdrillmaschine ja auch drillen kann. Und da hat er gesagt, ja, ist gar kein Problem, können wir gerne machen. Von daher würde ich die Tigerdrill zum Verkauf anbieten. Wie gesagt, ich würde mir zum nächstes Jahr eine Direktsaatdrillmaschine zulegen und dafür ist das Ding hier einfach zu teuer und viel, viel zu schade, dass das so rumsteht und ja, letztendlich vergammelt. Also die ist aus 2018, ich würde sagen, sie hat so 1.500 Hektar gemacht. Wie ihr seht, die Scheiben sind noch picobello, laufen aufeinander, ganz dicht aufeinander, also das ist noch hervorragend. So weit da ist nichts, leckt kein Öl, die ist top in Form. Wichtig ist, dass schon die neue Generation Tigerdrill, die den Tank größer hat und die hinten eine komplette Saatreihe drauf hat, also eine komplette Pronto. Alles ist Isobus gesteuert. Und ja, die ist super solide. Ich glaube, die wiegt um die 7,2 Tonnen. Ist auch alles sehr, sehr robust gebaut, muss man sagen, bei Horsch. Soweit da nichts gehabt. Also wenn ihr da mal Interesse habt, könnt ihr euch gerne schreiben. Ja, da stelle ich mir eigentlich schon um die 60.000 netto vor, die dafür kommen müssten. Weil die ist nicht billig, die ist auch neu überhaupt nicht billig und die entspricht im Groben und Ganzen noch einer guten neuen Maschine. So, was haben wir da drauf? 8.000 Kilogramm? 10.000 Kilogramm? 2018 Baujahr. So. Von daher könnt ihr euch noch melden. Das ist so ein bisschen die Umsetzung, was ich nächstes Jahr auf dem Betrieb plane. Ihr wisst, ich will mich in Richtung Direktsaat bewegen. Und auch selbst, wenn ich mal irgendwas grubbern müsste, hätte noch eine Scheibenecke und B, würde ich dann mich da orientieren, dass ich das irgendwie zum Nachbarn rüberfahre und mir den Tiger da holen und da die paar Stellen macht, die man ansonsten macht. Gut, von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war erstmal ein kleines Hof-Update. Wir sind aktuell, ich würde sagen, immer noch 2 Wochen vor der Weizenernte. Auch die Erbsen sind noch grün, der Raps ist grün, da war ich gestern gerade gucken. Wir gucken uns aber nochmal am Sonntag in der AKF den Dinkel, den Emmer und den Hartweizen an. Unbedingt, denke ich, das ist ganz wichtig, dass wir uns den nochmal angucken vor der Ernte, nochmal in Ruhe. Und die Sonderkultur müssten wir uns eigentlich auch nochmal angucken, weil da passiert jetzt auch momentan sehr, sehr viel. Raps sieht aus wie in der letzten AKF, nur leicht bräunlich gefärbt dazu. Aber Körnergröße sieht solide aus, sieht nicht so groß aus wie letztes Jahr die Körner, aber der kann auch sehr gut performen. Gerste war gut, Gerste hat abgeschlossen mit 7,4 Tonnen auf dem Hektar, viel, viel mehr als ich erwartet und gehofft habe. Bin sehr, sehr mit zufrieden, absolut auch das, für was ich da an Geld reingesteckt habe, kann man da absolut mit leben. Genau, da muss ich unbedingt noch die Ertragsauswertung für euch fertig machen. Unbedingt, Mensch. Sonst verspreche ich immer so viel und mache das nicht. Das geht nicht. Soweit erstmal. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, nächste Woche gibt es dann wieder einen Vlog. Müssen wir gucken, was wir machen. Achso, folgendes, die Flächen sind auch noch nicht beräumt bezüglich des Strohs. Also ich kann aktuell keine Zwischenfrucht drin, wenn ihr euch fragt, warum nicht. Wir haben einen Tag, 2 Tage, nachdem wir fertig wurden mit dem Dreschen, gab es Regen, einen Tag trocken, einen Tag Regen, aber nicht so viel, dass es wirklich viel Menge für Mais ist, also immer so 2 mm, 3 mm, 5 mm. Und so, dass sie halt nicht das Stroh vernünftig bergen konnten, deswegen ist da noch Stroh drauf. Gerste fahren geht nicht mehr. Ich bin in einem roten Gebiet zu Zwischenfrüchten ist das nicht mehr erlaubt. Ja, rotes Gebiet ist so eine Einschränkung der Möglichkeiten bei der Düngung. Und ansonsten, jetzt kommt morgen auch die erste Drillmaschine ins Aufführung. Wird auch ganz interessant, das Projekt. Die gucken wir uns an und dann drillen wir da die ersten 20 Hektar mit. Und dann kommt ja irgendwann wieder Weizen. Wichtig ist noch, letzt kam auch die Frage bei einigen Leuten, dass ich so viel Technik bekomme und wie sich das denn darstellt und ob ich dafür gar nichts bezahle oder so. Einige Projekte, so wie Novak letztes Jahr, das habe ich komplett alles bezahlt. Also der ganze Weizen, alles was da gedrillt wurde, habe ich natürlich komplett bezahlt. Einiges läuft eventuell mit einer kleinen Miete. Anderes ist auch so, ich sag mal, profitieren ja beide Seiten.
Die Firmen bekommen da 2, 3 Videos und ich bekomme da eine Vorführung, wie sie auch vielleicht ein normaler Landwirtschaftsbetrieb bekommen würde. Also hier sind auch Landwirtschaftsbetriebe, die keine Videos machen und die auch 3, 4 Tage eine Maschine zum Testen bekommen. Das ist alles im Prinzip bei uns in der Region im Rahmen des Möglichen. Ja. Und bei mir ist halt der Vorteil, ich mache halt die Videos. Und hinter den Videos steckt auch ein Haufen Aufwand. Also alleine bei Vicon kann ich euch das erzählen, weil gerade bei Vicon die Diskussion unterkam. Bei Vicon war es im Prinzip so, du hast 2, 3 Stunden, wo du den LKW entlädst mit 2, 3 Leuten. Dann ist ein halber Tag war Anbauen, Anpassen. Dann war ein halber, dreiviertel Tag Einstellen mit Filmaufnahmen, mit alles in Betrieb nehmen, mit Zeigen. Dann mähst du deine 3, 4 Tage oder mähst du deine 3 Tage haben wir damit gemäht. Dann habe ich 5 Stunden ungefähr gewaschen und gereinigt das Ding. Und dann haben wir ungefähr 2 Stunden das Ganze nochmal verladen. Also mit, also die kamen eine Woche später, wir haben Schlepper wieder abgehangen, wieder das abgehangen. Ungefähr, das ist ungefähr der Zeitaufwand. Und dann sind da natürlich 3 Videos draus entstanden. Max braucht da ungefähr, ich sag mal, für 3 Videos roundabout 10 Stunden. Ich brauche nochmal so fürs Auf- und Nachbereiten und Max das zur Verfügung stellen auch nochmal 5, 6 Stunden. Und dann ist es auch so, dass das ganze Gefilme extrem aufhält. Das heißt, teilweise schaffst du schon deine Hektar nicht oder so, weil du nochmal stehen bleibst, Kamera vielleicht nochmal neu positionierst, nochmal mit der Drohne rausgehst. Sodass der ganze Aufwand fürs Film sehr, sehr groß ist. Und man kann da sagen, das, was wir da mit den 5, 6 Tagen mit der Vicon gemacht haben, hätten wir mit unseren Class in 3 Tagen gemacht. Nichtsdestotrotz, das ist ein Vorteil, keine Frage, aber viele verstehen nicht den Aufwand, der da tatsächlich hintersteckt, um das Ganze im Prinzip zu bekommen und auch zu machen. Und bin aber trotzdem sehr dankbar für die Möglichkeit. Aber im Groben und Ganzen ist es ein beidseitiges, beziehungsweise ist es beidseitiges Interesse. Also ich bekomme Technik, um die euch zu zeigen. Ja, also ihr habt ja auch Interesse. Und meine Landwirtschaft profitiert davon natürlich, weil ich kann mir auch neue Technik angucken für meinen Betrieb oder ich habe auch ein paar Hektar für weniger Kosten bewirtschaftet. Dafür habe ich aber woanders dann die Kosten und der Hersteller bekommt natürlich auch ein bisschen Reichweite und ein bisschen Veranschaulichung ihrer Technik. Ich glaube, da profitieren alle von. Und letztendlich ist es ja auch für euch interessant, weil nicht umsonst gibt es ja die Kommentare unter den Videos, wo, hey, kannst du mal die Technik zeigen, kannst du mal die Technik zeigen, kannst du mal die Technik zeigen. Und persönlich, bevor ich bei YouTube angefangen habe, war es bei mir so, wo ich mir gedacht habe, ich wollte mich zum Beispiel damals über die Tigerdrille informieren. Ja, hatte keiner dieses neue Modell hier irgendwie in der Gegend, hat man auch nicht zur Vorführung bekommen. Und da zu dem Zeitpunkt hätte ich mir gewünscht, dass ich mir im Internet zu dem Gerät mal Technik ansehen konnte, aber konnte man nicht. Und genau den Punkt habe ich auch gedacht, Mensch, wenn du da mal ein Video machst, musst du auch den Leuten Technik vorstellen können. Gut, aber nur so viel dazu. Bis dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.